Als ersten Speicher wollen wir uns mit dem Kondensator beschäftigen, das heißt einem elektrischen Speicher. Das ist das Grundprinzip des Kondensators, wenn wir uns mal mit dem Plattenkondensator beschäftigen. Das heißt, wir haben zwei Metallplatten in einem bestimmten Abstand, die eine Fläche A aufweisen. Zwischen den beiden Platten herrscht der Abstand RD. Hier zwischen, das Material hier zwischen, das hat noch eine Dielektrizitätskonstante Epsilon. Man kann verschiedene Keramiken zum Beispiel einsetzen. Wie sieht man die Kapazität des Kondensators aus? C, die hängt ab von der Dielektrizitätskonstante, also Epsilon 0 mal Epsilon R mit dem stoffspezifischen Epsilon R mal der Fläche und dann dividiert durch den Abstand zwischen beiden Platten, gemessen in Farad. Die elektrische Feldstärke zwischen den beiden Leiterplatten. E, das ist die Spannung zwischen beiden Platten dividiert durch den Abstand. Währenddessen wir dann die Ladungsmenge, die auf einer Leiterplatte aufgegeben werden kann, also Q. Das heißt also die Ladungsmenge Q, das ist die Kapazität mal der Spannung zwischen beiden Leiterplatten. Daraus ergibt sich natürlich dann, dass wir hieraus bekommen, dass die elektrische Feldstärke E sich ergibt als Q durch Epsilon 0 mal Epsilon R multipliziert mit der Fläche. Das heißt, hieraus ergibt sich dann aus der Ladung und der Fläche und der Dielektrizitätskonstante die elektrische Feldstärke. Was haben wir noch zu berücksichtigen? Also, wir haben jetzt hier die Spannung U, die sich ermitteln lässt. Entsprechend der Strom I, das ist ja die Änderung der Ladungsmenge pro Zeit, der Stromfluss. Das ergibt sich natürlich dann daraus, das ist also dann die Kapazität multipliziert mit der Änderung der Spannung mit der Zeit. Und dann zum Schluss noch die gespeicherte Energie in einem Kondensator, wenn der nun also beladen wird. Ich will das jetzt mal mit W abkürzen, um das nicht darzustellen mit der Feldstärke E oder verwirrend mit der Feldstärke E. Das heißt also, die Energie W ist ein halb mal der Kapazität mal der Spannung, die anliegt zum Quadrat, also die Energiemenge, die wir dort auf einem Plattenkondensator aufbringen können und dann auch entsprechend nutzen können. Das ist jetzt das Grundprinzip. Die Kondensatoren, die heutzutage in der Energiespeicherung oder zur Energiespeicherung eingesetzt werden, haben noch einen etwas anderen Aufbau. Das Grundprinzip bleibt das gleiche. Typischerweise nutzt man heutzutage sogenannte Superkondensatoren, die einen etwas komplexeren Aufbau haben, aber nach dem gleichen Prinzip funktionieren. Das heißt, man hat geladene Leiterplatten, die getrennt werden durch ein Dielektrikum. Das wollen wir uns nun im nächsten Schritt einmal genauer ansehen. Sogenannte Superkondensatoren. Superkondensatoren. Das sind elektrochemische Kondensatoren, die im Prinzip aus zwei Elektroden bestehen, die verbunden sind über ein Elektrolyt mit positiven und negativen Ionen und getrennt durch einen elektrisch durchlässigen Separator. Das heißt, wir sehen diese Superkondensatoren vom Prinzip her aus, eines jetzt von idealen Doppelschichtkondensators. Wir haben den Kollektor auf der linken Seite mit einer polarisierten Elektrode, die entsprechende Schicht. Das heißt, also wir haben jetzt hier, das hier ist also der Kollektor. Wir haben hier dargestellt, das ist die Elektrode, die polarisierte Elektrode. Elektrode. Dann haben wir eine sogenannte Helmholtz-Doppelschicht, das ist
hier dieser Teil. Das ist die sogenannte Helmholtz-Doppelschicht. Doppelschicht. Dann kommt der Bereich mit einem Elektrolyt. Das heißt, ich muss immer hier in grün einzeichnen, hier ein Bereich eines Elektrolyts. Das heißt hier, das ist das Elektrolyt. Mit positiv und negativ geladenen Ionen für den Ladungstransport. Wir haben hier in der Mitte dieses Systems haben wir einen Separator. Einen Separator, der die Bereiche trennt und auf der Gegenseite entsprechend auch wieder die Helmholtz-Doppelschicht. Wir haben hier dann die Elektrode und den Kollektor und dann werden diese beiden Bereiche verbunden, entsprechend über eine Verbindung, dass wir hier eine Stromquelle haben, die dann diese beiden Bereiche verbindet. Das ist also der prinzipielle Aufbau eines Superkondensators, der den Vorteil hat, dass sich hieraus, also dass sich hier deutlich größere Energiemengen speichern lassen. Das Grundprinzip bleibt das gleiche. Das heißt, abhängig von der Spannung und der Kapazität dieses Superkondensators ergibt sich dann die Energie, die in einem Kondensator gespeichert werden kann. Diese Kondensatoren werden typischerweise eingesetzt zur schnellen Energiespeicherung oder Entladung, zur Stromnetzstabilisierung im kleinen Maßstab. Das heißt, eigentlich ab von der vom Spannungsbereich dieser Zellen, der Bereich von wenigen Volt bis zu mehreren hundert Volt bei entsprechenden Elektrolytkondensatoren liegen kann. Es lässt sich natürlich nicht viel Energie drin in diesen Superkondensatoren speichern. Dennoch dienen sie dazu, Energie aufzunehmen und abzugeben von kurzen Zeiträumen. Und dienen, wie gesagt, damit hauptsächlich zur Netzstabilisierung. Als zweiten Typ der elektrischen Speicherung wollen wir uns mit den Spulen beschäftigen. Das heißt also der Speicherung der Energie in einem Magnetfeld. Wie ist das definiert? Also wir haben eine Spule, das heißt also die Wicklungen um einen Kern. Wir haben die Induktivität L einer Spule. L ist die Induktivität. Die ergibt sich aus der Anzahl der Wicklungen zum Quadrat. Dann spielt die Permeabilität μ eine Rolle. Dann haben wir den Querschnitt und dann die Spulenlänge, die in den Nenner kommt. Hierüber lässt sich dann die Induktivität gemessen in Henry bestimmen bei einer Spule. Wie sieht das jetzt aus, wenn wir den Wechselstrom haben, das heißt, wir haben die Spannung als zeitabhängige Größe und das ist dann die Induktivität und dann haben wir die Änderung der Stromstärke mit der Zeit. Also bei Wechselstrom lässt sich daraus dann aus der Änderung des Stroms dann die Spannung ermitteln. Die Spule an sich ist jetzt erstmal natürlich grundsätzlich ein Energiespeicher in Verbindung mit der Kapazität, also lässt sich damit mit dem Kondensator lässt sich damit natürlich einen Schwingkreis zum Beispiel aufbauen. In der Anwendung nutzt man jetzt keine klassische Spule, sondern sogenannte supraleitfähige elektromagnetische Speicher, abgekürzt SMES, also im Englischen in der englischen Übersetzung, das sind jetzt die fähige elektromagnetische Energiespeicher, elektromagnetische Energiespeicher. Das heißt also, was noch benötigt wird bei der Energiespeicherung in Spulen, ist die Supraleitfähigkeit. Das heißt also, bei sehr niedrigen Temperaturen und entsprechende Materialien verschwindet der elektrische Widerstand, also das Prinzip des Supraleitfähigkeitsprinzips.
Leiters. Und das macht man sich bei diesen SMEs, also den super leitfähigen elektromagnetischen Energiespeichern, zunutze. Die Energie, die gespeichert werden kann in so einem Speicher, ergibt sich als, man betrachtet es wieder als W, ist also ein halb mal L mal I Quadrat. Das heißt also, wächst die Energie, die wir speichern können, wächst quadratisch mit der Stromstärke in Ampere. Die Anwendungen sind im Bereich der Kurzzeitspeicherung der SMEs. Das heißt also, ähnlich wie die Kondensatoren können auch die Spulen sehr schnell reagieren, dienen also dann primär der Netzstabilisierung im Bereich von wenigen Millisekunden bis Sekunden. Andere Energiespeicher, also mechanische Speicher, zum Beispiel wie die Pumpspeicherkraftwerke, haben natürlich eine deutlich größere Verzögerung im Minutenbereich, bis dort die Leistung auf das Maximum ansteigen kann, die man nutzen kann. Da reagieren die Spulen deutlich schneller, sodass die im Bereich dieser Kurzzeitspeicherung mit natürlich entsprechend kleinen Energiemengen eingesetzt werden. Berücksichtigen muss man, dass der wirtschaftliche Einsatz bei den superleitfähigen elektromagnetischen Energiespeicher nur eingeschränkt gegeben ist. Es liegt aber daran, um diese Supraleitfähigkeit, also die sehr niedrigen Temperaturen zu erreichen, wird entsprechend hohe Energie, haben wir einen entsprechend hohen Energiebedarf, sodass es dazu führt, dass es also sehr technisch sehr aufwendig ist, diese Spulen zu betreiben, sodass der Einsatzbereich relativ eingeschränkt ist. Es sind keine Groß- oder Langzeitspeicher, die genutzt werden, sondern tatsächlich in Spezialanwendungen zum Einsatz kommen und deswegen auch im zukünftigen Energiesystem mittelfristig eher eine untergeordnete Rolle spielen werden.